Willkommen Leute im MLS-Turnier, wir haben hier einen Gammelpreis am Start. Und damit grüßt euch Leute und willkommen bei der 7. Folge der Pokaljagd. Heute geht's in den MLS Cup. Als Siegesprämie gibt's nun ein gammeliges Goldset. Auf jeden Fall, unser Team sieht wie folgt aus. Wir haben Donovan Second in Form, im Sturm Defoe, Jones und Bradley im zentralen Mittelfeld. Die restlichen Spieler sind einfach irgendwelche Silber-Gammeldinger. Ich habe mir nicht die besten geholt, weil die zu dem Zeitpunkt extrem teuer waren. Auf jeden Fall, unser erster Gegner sieht so aus. Er hat hier ein Team aus der MLS. Wer hätte es gedacht? Im Sturm hat er Henry und Keane als ZOM KK. Da wird man gleich einiges von sehen, und als ZDM dann noch Jones. Springen wir gleich mal in die erste Szene in der 4. Minute. Hier ein richtig starker Pass von KK auf Keane. Der nimmt sich ein Herz und zieht ab, aber wir können auch so gerade parieren. Die folgende Ecke sieht so aus. Der Ball kommt in den 16er und ja, KK mit dem Kopfballtor. Geile Sache. Gleich schon mal an zwei Stellen bei diesem Tor mit beteiligt. Egal, das lassen wir uns nicht bieten. Hier Donovan in Form mit seinem geilen Abschluss. Wir gleichen aus auf 1:1 in der 29. Minute und dann dieser geile Freischuss hier. Ich habe erst gedacht, dass der drin war. War richtig knapp. Auf jeden Fall, der Torwart hätte ihn, glaube ich, nicht gehabt. Aber das soll nicht genug sein. In der 45. Minute, ne? Kennt man natürlich von FIFA das 2:1, und so gehen wir dann natürlich auch in die Halbzeit. Die Statistik sieht eigentlich relativ ausgeglichen aus, beide 5 Schüsse, er hatte ein bisschen mehr Ballbesitz, aber insgesamt muss man sagen, wir haben auf einem Level gespielt. Und dann, lange ist nichts passiert, aber dann, wir kommen hier mit unserem, keine Ahnung wer das war, frei durch, schießen dann an die Latte. Wäre der drin gewesen, wäre es der Ausgleich. Das Spiel wäre bestimmt ganz anders ausgegangen, auf jeden Fall hätten wir vielleicht die Verlängerung gepackt. Aber dann KK mit so einem krassen Finesse-Schuss. Ja, entweder liegt es an unserem Torwart oder KK war einfach mal ein bisschen overpowered in der Situation. Auf jeden Fall in dieser Partie 3 ganze Tore von KK. Was ist denn bitte mit dem Typen los? Naja, egal, Achtelfinale verkackt. Schauen wir mal, was wir dann in dem nächsten Achtelfinale reißen können. Weil im ersten Spiel eigentlich das Team sich richtig, richtig kacke gespielt hat, dachte ich mir, dass ich das mal so ein bisschen umbaue. Hier auf 4-4-1-1, die bekannte Aufstellung von mir mit Obafemi Martens und Dempsey ergänzt. Da hoffe ich mal, dass wir vorne ein bisschen mehr Klasse haben. Mit Pace auch natürlich. Den nächsten Gegner im Achtelfinale hätten wir dann gefunden. Er hat ein komplettes Silberteam aus der MLS. Im Prinzip sind unsere Spieler ja eigentlich viel besser insgesamt. Hoffentlich zeigt sich das auch im Spiel. Ob es wirklich so sein wird, zeigt sich wahrscheinlich. Und gleich in der ersten Szene, hier in der 2. Minute, schauen wir einen richtig krassen Longshot mit Dempsey raus. Der ist doch bekannt dafür, oder? Ja, auch nicht. Auf jeden Fall hier ein krasser Stellungsfehler von meiner Verteidigung. An 4 Leuten kann der Gegner den Ball vorbeipassen und dann schiebt der Gegner einfach den Ball rein. 1:0 kurz vor der Halbzeit. Unglaublich eigentlich. Schlechte Leistung auf jeden Fall auch von mir hier. 4 Schüsse hatte der Gegner, wir nur 0 davon aufs Tor. Zwar ein bisschen mehr Ballbesitz, trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir hier dominiert werden. Da müssen wir was verbessern, das haben wir auch versucht nach der Halbzeit hier mit Dempsey, ein schöner Volley, der aber noch so gerade übers Tor ging. Lang ist hier wieder nichts passiert und der Gegner denkt sich einfach mal, ich starte hier einen Ego-Run, lauf komplett alleine hier durch mit meinem Blondie und dann aus dem Rutschen haue ich so eine Wumme raus, vergleichbar mit dem Tor aus der ersten Partie mit KK. Warum solche Tore reingehen, weiß ich nicht. Im echten Leben habe ich seltenst einen so eine Wumme aus dem Rutschen raushauen sehen. Naja, das Spiel hätten wir dann auch 2:0 verloren, peinlich, peinlich, das zweite Mal das Achtelfinale verkackt. Ja, keine Ahnung, wo dran es liegt. Hoffen wir mal, dass wir das nächste gewinnen können. Ja, der nächste Gegner im Achtelfinale, ich muss auch schon selbst drüber lachen, haben wir dann auch gefunden. Er hat ein wirklich starkes Team, muss man sagen. Martens dabei, Defoe, KK, Bradley, Jones. Wirklich gut sieht das auch. Die Defense sieht auch nicht schlecht aus. Das sollte schwer werden, aber gleich mal für uns hier die erste Szene. Wir kriegen einen Elfmeter in der 4. Minute, geile Sache. Den verwandeln wir dann mit Donovan locker oben links im Winkel. 1:0 steht's, das ist doch mal ein guter Anfang im Vergleich zu den letzten Spielen. Aber ja, der Gegner lässt nicht nach. Ja, die Bilder sprechen für sich. Martens macht das Tor in die kurze Ecke. Ich lass es mal darauf beruhen, dass mein Torwart schlecht war, sagen wir es mal so. Trotzdem, die Flanke kommt rein, die Ecke kommt rein. Martens, beim Gegner das Tor gemacht, jetzt bei uns das Tor gemacht. Er hält seine Rübe hin, verwandelt den Ball ganz schön im Tor. Coole Sache, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch den nächsten Treffer reinkriegen. In die Halbzeit gehen wir dann mit einem 2:1. Das sieht doch mal schon mal ganz gut aus. Wir haben 5 Schüsse, der Gegner nur 3. Wir sind ein bisschen überlegen, sag ich mal, aber darauf können wir nicht sitzen bleiben. Wir müssen nachlegen. Das machen wir hier auch mit Donovan. Geiler Typ auf jeden Fall. Ein bisschen Glück war dabei. Gebe ich gerne zu. Aber das Tor nehmen wir natürlich mit.
Es sieht schon mal ganz gut aus, muss man sagen. Trotzdem kommt die Flanke vom Gegner rein. Dempsey hält seine Rübe rein. Den hat er anscheinend eingewechselt. 3:2. Jetzt aufpassen, dass wir die Führung halten können. Ja, nächste Flanke kommt rein. Oh, Dempsey Kopfballtor. FIFA 14 oder wo spielen wir gerade? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Ausgleich. Was für eine Scheiße. In 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten hat er den Ausgleich geschossen. Ja, und die 90. Minute ist mittlerweile angebrochen. 90. Minute, da war doch was. Ja, Elfmeter in der 90. Minute. Coole Sache und... Ja. Cool, ja. Danke EA, danke FIFA. Ja, cool. 4:3 haben wir verkackt. Ja, blöd gelaufen, würde ich mal so behaupten. Insgesamt habe ich aus diesem Turnier ziehen können, dass es der größte Kack ist, mit Gammelteams zu spielen. Es hat null Spaß gemacht. Die Spiele haben sich richtig schlecht gespielt. Die waren unbeweglich, hatten schlechtes Dribbling, schlechte Passwerte. Es war einfach nur ein Krampf. Und mit sowas komme ich irgendwie nicht klar. Keine Ahnung, ob es an mir jetzt direkt lag oder an den Gegnern. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Scheiß-Turnier gefallen hat. Ich denke mal nicht. Auf jeden Fall war es das dann von mir und ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn ihr bis hierhin überhaupt geguckt habt, bei den ganzen Niederlagen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich mal behaupten.